Ja, am besten wäre ein Präventivschlag gegen die. Wie sind die auf eure Roller? Lol. Oh Mist. Kein Präventivschlag war möglich. Ich kenne die alle nicht. Meterfertigkeit, Gegenstände. Ich habe noch Analysatoren, oder? 5 Stück noch. So. Ich kümmere mich erstmal um die Goblins. Die sind schwach. Goblin hört sich immer schwach an. Goblin-Tamin. Heilen die sich? Ne, die haben sich nur verstärkt. Ach, der Boss ist gar nicht dabei, oder? Wenn ich das richtig sehe, ich dachte, der Boss war schon dabei. Bei dem Kampf. Cool, da kann ich den Boss als einzeln besiegen, anscheinend. Back off. Oh, der erste Goblin ist down. Kümmern wir uns um Goblin B. Goblin-Termin. Vielleicht sollte ich den anderen doch als erstes vernichten, den da hinten. Diesen Munchkovin. Ist das der Typ, ja? Der pusht die Leute immer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Munchkin Diva. Oh, ist los, das ist tot. Wenn das so weitergeht. Auch kein Problem mit seiner Vitalsphäre, kriegt er mal permanent Leben. Der Snow. Oh, ich habe bald wieder 3 Meterpunkte. Nein, nicht auf den Goblinmeister, jetzt auf den Goblin natürlich. Der war doch schon mehr gedamaged und der geht auch schneller down. Vielleicht sollte ich ihn auf Sturmkommando wechseln. Weiß nicht. Erstmal kurz heilen und dann auf Sturmkommando, denke ich. Eigentlich sollten die auf diesen Goblin gehen, nur. Nicht auf den Goblinmeister, alle. Aber Feng kümmert sich anscheinend doch lieber um den Goblinmeister, okay. Oh, der ist im Schock, der Goblin. Hat sich gar nicht gelohnt. Da ist noch der Goblinmeister. Mit seinem Loch im Magen. Ist echt schwer, ihn eigentlich zu treffen, oder? Wenn die Zauber da durchfliegen. Wann kommt der in Schock? Ah, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Obwohl, ne, geht doch jetzt recht schnell. Ich dachte schon. Noch ein Angriff, jetzt müsste ein Schock sein. Ne, noch 2 Angriffe, dann ist er in Schock. Ich hoffe, mit Schock ist er dann schneller zu vernichten. Moment mal kurz. Ah, okay. Angriff. Feuer, Eis. Irgendwie richtig merkwürdig, dass die ganzen Blitze. Okay, was war nochmal resistent? Gegen Blitz und Wind, okay. Und da ist er auch. Hardly worth the effort. Ach, 4 Sterne nur. Keine 5, schade. Bestienhorn, Monsterhorn, okay. Oh, Mission erfüllt. Das war doch die komplette Mission schon. Nice. 20, späte Reue. Belohnung, eine Rosenspat. Was auch immer ich mit einem Rosenspat machen soll. Perfekt. Und ich krieg sogar hier noch so eine coole Kugel. 20 Unheilsfänge. Okay. So, noch irgendeine neue Mission hier. Sieht nicht so aus. Dann gehe ich mal weiter. Hier irgendwas? Nee. Au. Oh.
Hier sind zwei von den Viechern. Mal gucken, ob ich die besiegen kann. Sonst habe ich immer nur gegen einen gekämpft. Ich glaube, dann bleibe ich bei der Delta-Offensive. Und kümmere mich mit zwei Leuten um einen. Toxischnauf. Oh man, alles ist debufft. Ja, fühlen die eigentlich relativ schnell Schaden zu. Relativ. Ich hoffe, das reicht für den Anfang. Oh, alles, jetzt haben wir noch die Hälfte ihres Lebens. Wann wurde ich denn überhaupt gedamaged? Ich dachte, die Snow kümmert sich um alle. Oh, jetzt ist wieder ein Toxinschnauf. Schon down? Achso, ja. Ich dachte, ich hätte nur noch Leben gesehen, bei dem auf einmal zack läuft die an, läuft Lightning schon zum anderen. Da gewundert gerade. Achso, ich glaube, wir können auch einfach jetzt auf Sturmkommando gehen. Ich glaube, das ist kein Problem mehr. Ja, mit seinen Fäusten. Verdammt, jetzt hab ich gerade die Controller gefangen, Kabel. Ja, noch drei Angriffe, glaube ich, und dann sollte er down sein, oder? Aber eins, jetzt kommt drei, zwei. Ah, oh, zwei haben sogar gereicht, gut, perfekt. Oh, fünf Sterne. Okay, kriege ich jetzt hier eine neue Mission? Was haben wir denn hier? Alles nur Ruinen. Nichts Besonderes, okay. Ich dachte jetzt echt, es gibt hier irgendwie eine neue Mission. Sauerstoffverbraucher. Dachte Dave, wie ist. Hast du auch eine E-Mail bekommen? Atmest du? Oder wieso kommst du jetzt auf Sauerstoffverbraucher? Als ehrfürchtiges Schweigen. Also mir gefällt es hier nicht, es ist ziemlich düster. Jetzt sind wir hier im Turm. Und hinten ist eine Kugel. Der Taijin-Turm, Grand Pulse. Hearing that, am I? No. It couldn't be them. Could it? Oh nee, bitte nicht, wenn ich gegen solche großen Viecher kämpfen. I don't know. It's weird. Like voices in my head. I hear it. Your presence here draws the tyrant's gaze. Leave this place at once. We can't leave. This is the only way for us to get through. Please. Help us! As you wish. Look for us, and the way will open. Oh ho! Ist ein Aufzug? Oh, sieht gut aus. That was easy enough. You never know. Could be a trap. Could be. Don't see no stairs, though. Do you? Nope. This is our ride. Bumpy or not.
Fumpy or not? Ach, nee. Was heißt jetzt nochmal Falle auf Englisch? Trappy. Trap eigentlich. Ah, egal. Erste Ebene, also so mehrere Ebenen hier. Erstmal kurz checken, gibt es hier nicht irgendwo vielleicht Kugeln? Ich habe vorhin eine Kugel gesehen. Da ist eine Kugel, okay. Gilt, klingt doch mal super. Da ist ein Gegner, den können wir doch mal. Und da ist eine Kugel. Okay, wenn er sich um. Oh, Mist, er hat mich bemerkt. Oh, Mist. Jetzt greift er mich schon an. Wenn nicht, sterben sie alle. Echt? Aber wenn nicht, sterben sie? Nein. Aber Dave, du hast das Beste schon verpasst. Ich habe vorhin eine Stunde gebraucht für so einen hässlichen Esper-Kampf. Für den letzten Esper-Kampf habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich es geschafft habe, ihn zu besiegen. Es war so schrecklich. Ja genau, der von Vanille. Wo wusstest du das? Warst du doch schon früher da? Ach, das gehen wir mal. So, okay. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufs Leben geachtet. Jetzt fängt tot. Egal. Gut, ich fäng halt aus, während wir uns drum kümmern. Das noch macht er schon. Oder im schlimmsten Fall mache ich es. Okay, passt. Das ist natürlich ärgerlich für Gamer. 5 Sterne, aber keine Gegenstände. Oh Mann, das ist unfair. So, Kugel Nummer 2. Mal gucken, ob es hier noch irgendwo eine Kugel. Blitzschildkreole. Da ist wieder ein Viech. Hier ist der Aufzug, da wollte ich ja gleich hin. Oh, hier kann ich speichern. Mache ich gleich. Ich höre eine Kugel. Ah, hier ist sie. Ah, ich überlege gerade, ob wir noch diese Viecher bekämpfen. Lust habe ich schon, sie zu bekämpfen. Oh, Mist. Hab ich bemerkt. Kann ja gleich auf Sturmkommando gehen. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch wieder Hope reinholen. Weil mit 2 Verheerern und einem Brecher ist besser als mit einem Verheerer und 2 Brechern. Zumindest um den Schockzustand zu bekommen. Und dazu ist, ich kann dann im schlimmsten Fall dann immer noch 2 Brecher machen später. Wenn ich den Lightning zum Brecher mache. Irgendwie genauso wie vorhin der Kampf. Wolfgang lebt noch. Noch. Obwohl, jetzt greift er mich an. Ist gar nicht nett. Komm, wir müssen ihn töten. Also ich denke, ich mach mal wirklich jetzt hier wieder Hope wieder rein. Mal gucken. Er hat jetzt lang genug gesessen. Ich hoffe, er hat es inzwischen verstanden, dass er seine Lektion. Ich hoffe, er enttäuscht mich jetzt nicht nochmal. Kampfmitglieder. Hope. So, Hope. Wehe, du enttäuschst mich wieder. Paradigmen wurden neu konfiguriert. Okay. Verheerer. Brecher. Verheerer. Das wäre der Blitzschlag. Perfekt. Hier machen wir jetzt Brecher, Brecher, Verheerer. Sturmkommando. Hier machen wir Heiler. Verteidiger. Heiler. Richtig. Hier machen wir Verheerer oder Brecher? Brecher. Verteidiger, Heiler. So, genau. Und für den Fall der Fälle Heiler, Manipulator,
Augmentor. Ein Behemoth geplättet. Ne, habe ich immer noch nicht. Ah ja, genau. Jetzt kann ich endlich von ihr nicht Brecher, sondern Kristarium. Verheerer. Kann ich jetzt die restlichen Sachen machen. Angriffskraft und... Oh Mist, hätte mir noch nicht gereicht. Der fehlt noch Maximal-TP. Habe ich auch noch eins übersehen. Sehe ich gerade hier. Okay. Muss jetzt auch aufpassen. Und hier... Ah, sollte ich jetzt schon Verheerer noch weiter pushen? Theoretisch kann ich es ja machen, nicht wahr? Bringt ja ein paar Sachen hier. So. Ich hoffe, Hope ist jetzt ein bisschen stärker so. Hast du eigentlich eine PS2? Ich? Eine PS2 nicht wirklich, aber ich hätte einen PS2-Emulator. Darauf läuft eigentlich fast alles super. Darauf habe ich natürlich Jack and Dexter und so gespielt. Ah, ich denke, ich plätte die hier, damit ich meine Erfahrungspunkte bekomme. Ich sollte wirklich einmal alles geplättet haben hier. Ja, davon habe ich schon mal gehört. So, okay. Jetzt zeig mir, was du kannst. Hope. Jetzt kommen die in ihren Magma-Strom oder was auch immer, um mich zum Debuffen. Na, okay. Das nächste Spiel, was ich spielen wollte, ist eigentlich Tales of Graces. Darauf freue ich mich schon. Dafür muss ich irgendwie Final Fantasy endlich mal durchkriegen. Wird zwar jetzt hier nicht durchwaschen oder so, aber... Jetzt muss ich auch mal hier weiter vorankommen. So dass ich in Tales of Graces auch ganz normal spielen kann. Ich mag das nicht, wenn ich zu viele Projekte parallel habe. Okay, der erste ist down. Jetzt heilen wir uns mal kurz alle. Würde ich sagen, Lebenssymphonie. Fang ist tot, okay. Das war das ziemlich Timing-Fehler von mir. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher heilen sollen. Ich wollte nur den einen Umblick noch heilen eigentlich. Tot sehen. Fang! Erwache wieder. Puh. Alle haben Leben verloren. Und weiter geht's. Mit Schlag. Schlimm ist, an 4 ATP-Balken, es dauert so lange, bis sie aufgeladen ist. Kann man eigentlich 5 ATP-Balken haben? Ich hätte irgendwie so ein Gegenstand, der plus 1 ATP-Balken macht. Doch, sie schon. Dieses Teil. Hast du mich die ganze Zeit debufft? Nur noch nicht zum Schock bekommen. Also diese Dinger kann man echt nicht schocken. Sterben auch vorher, bevor man sie schocken kann. 5 Sterne, nice. Und Hope, du bist nicht gestorben. Also hast du deine Lektion anscheinend gelernt. Das ist sehr schön. Ja, ich denke, ich gehe jetzt in den Aufzug hoch. Und speichere erstmal. Ja, Dave. Wieso wundert dich das so? Hast du jetzt gerade erst den Trailer gesehen oder wie? Ah, cool, es gibt nur 2 Ebenen, okay. Schauen wir mal, wie ist denn so die 2. Ebene?
Gibt 7 Pietsch? Was? Was für 7 Pietsch? Don't be careless. Okay, ich speichere hier oben nochmal. Was zwar jetzt ziemlich sinnlos war, dass ich gerade unten gespeichert habe, aber egal. Und nochmal speichern. What's that? Oh cool, jetzt ist der Falsi wieder. Falsi. Will er mit uns reden? What's this? Some kind of trap? Ey, cool, du hast wieder dieser eine Typ, oder? Um die Reise fortzusetzen, müssen die Gefährten Missionen für die drei Steinwächter, die hier auf der zweiten Ebene des Turmes zu finden sind, erfüllen. Und die Mission zu erfüllen, ist ein Weiterkommen nicht möglich. Okay. Kein Problem. Machen wir halt ein paar Missionen hier. Was haben wir denn hier? Feinde. Ah, oh, Mist, ich wurde entdeckt. Erstmal einmal Analyse. Ich kenne ihn nicht. Nein, nicht beschwören. Wenn ich jetzt hier oben beschwöre. Für diese Geschasch-Trioids. Und jetzt greifen wir an. Na klar, macht der Freund damit. Ich sehe schon, wir verlieren wieder Leben. Dann machen wir mal grüner Trilit hier rein. Würde ich sagen. Ich hoffe, das bringt was. Bringt was gar nicht zum Eisbrecher hier. Oder lieber Blitzschlag. Wieso greife ich nicht den einen Kaschkalt an? Der ist doch gerade so schön im Schock. Ja, ich trottel. Er hat natürlich ganz vergessen, ihn anzugreifen. Toll, jetzt ist er natürlich wieder komplett draußen. Anscheinend lassen die sich sehr schnell schocken. Mir war nicht aufgefallen vorhin. Da ist sie aber sehr schnell zu besiegen. Keine besondere Idee. Ey, Feder ist 800 Punkte. Jetzt kann ich die Angriffskraft ja wieder steigern von Crystarium. Mit der, dass die komplett voll haben. So, und jetzt muss ich einmal die TP finden. Wo ist das mit dem TP? Hier? Ne, hier ist Accessoires. Hier ist die TP. Einmal 100 TP habe ich vergessen. Jetzt habe ich alles komplett, oder? Ja, alles komplett. Und jetzt fällt mir auch gerade ein, ich bin neue Accessoire für sie. Anlegen. Was mache ich denn jetzt hier noch? Angriffszauber, Magician, Wallum in Notlage, Giftresistenz, Blitzresistenz, Schadensresistenz, Nebelresistenz, Blitzresistenz plus 20, Magieschaden minus 10 und Autowallum. Hm, das klingt auch nicht schlecht. Autoena. Was bringt nochmal Autowallum eigentlich? Magieschaden. Was war nochmal Wallum? Timing ist so eine Sache. Vierfachschutz. Könnte ich euch die Tetrakrone geben? Oder MTP bei Sieg? Ist Absorption. Das ist auch natürlich auch nice, diese Absorption. Oder ich gebe noch mal ein bisschen Leben, 50. Aber ich glaube, das bringt nicht viel. Autowallum ist Schild gegen Magie. Und was ist Autoena? Wo war das denn mit den Autoenern? Autoena und die Autowallum. Auto, und was ist Autoena dann? Ah, Dämonentalisman. Das sieht zumindest interessant aus mit Autoena. Details zur Autofertigkeit. Autoena.
Indiziert Zucker für einmalig Ena. Was bringt Ena? Ena steckt man Magie-Attacken. Ist doch super. Magieschaden minus 10 und dann auch stärken deine Magie-Attacken. Wieso nicht? So. Wollen wir die erste Mission erfahren? Was sollen wir tun? Meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einer Gigantine. Findet und strafet sie. Erlöset und drei Hüter hier auf der zweiten Ebene, so soll der Weg frei sein. Okay, Mission annehmen. Wo muss ich jetzt lang? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Sind das die drei Gegner? Sieht nicht so aus. Das veranstaltete Dude. Deswegen ist ja auch Quantum mit dabei. Logischerweise. Relativ. Ist eigentlich wieder ein Schiff und ich greife mich wieder nicht an. Oh, Hope ist wieder gestorben. Hope, was machst du nur? Ich überlege gerade. Nee, ich glaube, ich hörte mich doch heilen. Ich hätte überlegt, ob das reicht. Ich habe ganz vergessen, dass es noch so ein Viech ist hier. Also, jetzt nochmal Hope heilen. Ich weiß noch nicht. Ich muss noch schauen. Ich habe noch nicht umgefragt. Hoffnung stirbt immer noch zu schnell. Ja, die Hoffnung stirbt immer noch zu schnell. Zuerst. Die Hoffnung stirbt zuerst. Das ist so schrecklich. Es sind ja noch 10 Tage. Medica? Was für Medica? Upsala, ich sollte mal mein Paradigma wechseln. Ich wundere mich gerade, warum er nicht mal angreift. Ja, ich kam noch nicht dazu, ihn zu fragen. Ja, das stimmt, dass er am wenigsten Max HP hat. Aber es nervt trotzdem. Also dafür ist er ein guter Verheerer und Heiler. Aber er stirbt einfach nur zu schnell. Axiallager. Okay, hier könnte ich die nächste Mission bekommen. Aber die wollen wir ja noch nicht. Wir wollen erstmal die eine Mission machen. Ich stelle mein Missionsziel dann irgendwo vielleicht. Da steht mein Missionsziel. Wo bin ich? Ist das wirklich mein Missionsziel? Bin mir gerade selbst nicht mehr ganz so sicher. Okay, da bin ich. Und da ist ein Missionsziel, okay. Na gut, dann bin ich ja doch richtig hier. Achso, hier links geht's ja hoch. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das hier so eine Treppe ist. Lol. Dann sollte ich ja genau bei meinem Missionsziel landen. Hoffentlich. Da ist wieder so ein Teil. Na, zum Glück nur ein Einzelner. Der hat keine Chance gegen uns. Ja, es stimmt. Lassen wir jetzt was verbessern kann. Aber ich wollte eigentlich erst die ganzen Aufrüstungssachen für die Waffen benutzen. Sobald ich die jeweiligen Waffen habe, die ich benutzen wollte für die Charaktere. Ja, ich glaube, das wird sonst ziemlich teuer. Ich werde schon alles mögliche an HP-Boosts rangeklatscht an Hope. Na gut, er hat auch immer Pech. Irgendwie greifen die Monster auch immer nur ihn an. Anscheinend mögen die Monster immer kleine Jungen, ich weiß auch nicht.
Das ist immer halt noch dazu. Dass er jetzt gerade gestorben ist, lag nur daran, weil er irgendwie die ganze Zeit fokussiert war. Wenn er jetzt Feng fokussiert, dann wäre Feng genauso fast down. Aber egal, hat ja gereicht. So, wollen wir mal schauen. Ist das da unten das Monster? Sieht aber gar nicht nett aus. Oh. Fuck. Meterfertigkeit. Gigatine. Angriff. Oh Mist, oh Mist. Vielleicht. Ne, ich muss unbedingt choppen. Das ist meine einzige Möglichkeit. Aber jetzt müssen wir in den Natalit rein. Tut mir leid. Hope, heil uns alle. Hope muss es klären. Wenn Hope mich nicht heilt, dann. Wenn wir sterben, ist es Hope schuld. Hope, du musst mich noch heilen. Hope, du hast mich vergessen. Wir machen das anders. Lebenssinfonie, noch kurz Max-Heilung. Alle heilen sich. Und jetzt machen wir wieder Blitzschlag. Wir müssen den Schock hochhalten. Das hat das andere Problem. Oh, weiter Schock. Wir werden einen Präventivschlag machen müssen. Ich finde, wenn er im Schock ist, dann ist er so gut wie down. Aber erst dann natürlich, wenn er im Schock ist. Mist, jetzt ist meine ATB-Balken langsamer geworden. Das ist natürlich nicht schön. Oh, Hope, wieso heilst du mich nicht? Hope ist auch zu doof zum Heilen. Das kann nicht wahr sein. Er soll der beste Heiler sein. Ich lache. Oh, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Oh, jetzt sterbe ich, wenn das so weitergeht. Mal heil mich, heil mich, heil mich. Oh, immer muss ich mich selber heilen hier. Das kann nicht mehr angehen. Ich muss wieder Blitzschlag machen, nicht, dass der Schock gleich runtergeht. Und Angriff. Mal kurz heilen hier. Ich habe schon urlange eine Streaming-Karte. Wieso? Capture-Karte, ja. Aber die habe ich schon urlange. Nutze ich auch schon urlange. Aber endlich Schockzustand. Perfekt. Schocken wir noch ein bisschen die Prozente hoch machen, dann mache ich beide Brecher. Ah, denke ich bei 600%. Ah, 700%, sage ich mal. Schockzustand reicht noch ein bisschen. Ja, noch einer. So. Sturmkommando. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja, eine Capture-Karte. Ah, stimmt, im PC-Setup steht da gar nichts drin von. Und besiegt, perfekt. Theoretisch kann man jede Capture-Karte zum Stream benutzen. Yay, Mission erfüllt. Nice. Vitalitätsschärfe einmal. Die Vitalitätsschärfe klingt, als ob das für, wie hieß er nochmal? Hope. Was praktisches wäre. So, okay, wir kriegen hier eine neue Mission. Nehmen wir nochmal an. Ja,
Höret ihr, die Mut im Herzen tragt, ist wie versperrt zu suchen. Meine Kräfte sind entschwunden und glaubt von einem Phalangit. Für eine Strafe dienen. Okay. Kann man ja machen. Mission annehmen. Schauen. Ich glaube, er ist jetzt im anderen Raum, oder? Da, wo ich vorhin war. Ja. Genau. Jetzt muss ich dahin, wo ich vorhin war. Gut, dass ich die Gegner da schon besiegt habe. Na, mal schauen. Wie sieht der Phalangit aus? Ist das auch wieder so ein Pudding? Ich glaube nicht. Phalangit ist also... Oh nee, ich hasse Phalanxe. Phalanxe. Tut mir leid, Hope, aber ich habe immer noch nicht genug Vertrauen in dir, dass du das schaffen könntest. Verheerer. Brecher, Verteidiger, genau. Verheerer, Brecher. Brecher. Aber er kann auch Verheerer sein. Ist interessant. Aber ich glaube, Brecher hat dann mehr Schaden zurzeit. Und hier machen wir mal Brecher. Heiler Verteidiger Brecher, genau. Das sollte, glaube ich, reichen. Letzte Session von AC3 eigentlich. Schade, das ist ein geiles Spiel. Tja. Das ist nicht das Problem bei den Spielen, die zu kurz sind. Final Fantasy ist ein schön langes Spiel. Fällt auch zu lang, ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem lustig. Oh, ich habe einen Präventivschlag hingelegt. Oh, machen wir Sturmkommando gegen ihn. Denkst du, wann geht? Stirb! Oh, Lightning. So, Lightning soll nicht angegriffen werden, das nervt. Ah, gut, das wird Snow angegriffen, das ist schon besser. Wieso sind die eigentlich so pink? Elektrolyt? Ich sterbe gerade! Oh. Irgendwie ist das gerade fail mit dem Heilen. Ich hätte das Heilen doch anders machen müssen. Verdammt. Heilen Snow einmal. Und jetzt sollte ich mal Gegenstände Analysator verwenden. Ich kenne die ja nicht. Jetzt nochmal heilen. Oh, Mist. Ich wollte mich gar nicht selber heilen. Jetzt heile ich nochmal kurz. Oh, schnell. Snow heilen. Snow heilen. Das war knapp. Ich muss nochmal Snow heilen. Oh, jetzt bin ich tot. Puh. Okay, jetzt bin ich tot. Ach, Esper! Esper! Ah, ich Trottel. Ah, ich hätte den Esper nutzen können. Sag mir das doch früher. Verdammt. Jetzt hätte er perfekt. Hätte ich ihn perfekt nutzen können. Das war ja nicht richtig ernst gemeint mit dem X. Ja, dreht euch um. Kommt. Nein, nicht noch näher rankommen. Du früher auf dem Chat.
Wäre auch eine Idee. Mit der Fertigkeiten. Irgendwie. Ach, verdammt, geht angreifen. Ich kam gerade nicht dazu, was ich machen wollte. Oh, es wurden zwei geschafft. Ich weiß gerade gar nicht, ob der Phalangit eigentlich andere Leute herruft. Der Phalanx hat das ja gemacht, aber ob der Phalangit das macht? Ich bin gar nicht mal so sicher. Fällt mir gerade jetzt so ein. Jetzt weiß ich zumindest, was ich vorhin vergessen habe. Ich wollte eigentlich noch einen anderen. Ich wollte doch die grüne Feste machen. Boah, Lightning! Eil dich! Oh, Lightning. Das war knapp. Alle sollen sich vielleicht nochmal heilen. Jetzt hält sich Lightning nochmal komplett. Puh, zum Glück habe ich mich gerade komplett geheilt. Nochmal mich komplett heilen, bitte. So, okay. Jetzt heile ich kurz Snow nochmal. Wieso habe ich eigentlich nicht Snow als Brecher genommen und... Snow als Verteidiger und Fänger als Brecher, das merke ich gerade. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Oh, mich nicht treffen lassen. Ja, toll, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen heilen. Ich habe irgendwas vergessen. Muss ich jetzt nochmal... Er hat doch nur zum Angreifen, nur. Ich dachte, ich wollte irgendwas anderes machen. Na gut, greifen wir jetzt nochmal den Phalangit an. Oh, Feng ist gleich tot. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Mit der Fertigkeit beschwören. Das wollte ich vorhin machen. Oh. Ich habe es gerade wieder komplett vergessen. Und da ist Odin. Toll, jetzt können wir uns hier heilen. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Und die Delta-Offensive, logischerweise. Weiter auf den Phalangit hier. Extra. Push ihn so. Perfekt. So können wir alles vernichten hier. Oh oh, da ist Odin weg. Dann machen wir mal den finalen Angriff. Das war Morph. Das ist schwer, da sind sie so heftig. Wenn ich den Phalangit nicht töte, weiß ich auch nicht. Irgendwie ist Odin richtig schwach geworden, wie das davor. Das Einzige, was diese Beschwörung bringt, ist, dass man mehr Leben bekommt. Ja. Genau, irgendwann so einen Schock kriegen. Oh, wir haben einen Schock bekommen. Und für den finalen Angriff können wir ihn endlich vernichten, oder? Habe ich nur auf Schaden zugefügt mit dem Endangriff? Frage ich mich immer. Aber doch, ich glaube, er ist down. Oh, der Kampf ist komplett vorbei. Nice. Ich habe es geschafft.
Magnetspule. Mission erfüllt. Rang 3. Na ja, ist ja egal. Und wieder geschafft. So, jetzt wird noch die letzte Mission. Das ist Klasse B. Hört ihr, meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einem Grangato. Okay. Grangatsch, meine ich. Finde eine Strafe, die. Nehmen wir die Mission mal an. Und mal schauen, wo ist der? Der ist da, ich bin da. Okay, muss ich wieder in den Raum zurück. Kein Ding. Wie die Mods einfach so erscheinen. Vorhin war der Zeug noch nicht da. Ah, das ist das Viech. Ich habe ja schon ewig nicht mehr bekämpft. Jetzt kann ich ja wieder Snow reinhauen. Und ich hasse das, dass ich das jedes Mal ändern muss. Kann er das nicht speichern? Oder kann ich nicht selbst Setups speichern? Brecher, Verheerer. Brecher, Brecher, Verheerer. Heiler. Noch irgendwas vielleicht? Vielleicht. Brecher, Verteidiger, Heiler. Na. Ja. Und so lasse ich das. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwas vergessen hier? Nee, hier Verheerer. Nee, das hatte ich komplett. Gut. Ich könnte noch ein bisschen pushen. Und Verheerer sein. Jetzt hat er zumindest wieder ein bisschen mehr TP. Jetzt hat er 2200 TP. Fast so viel wie Lightning. Ist das schon mal sehr gut. Hey, du sollst mich nicht angucken. Ich wollte einen Präventivschlag gegen dich machen. C und oben steht ein Unterschied. Ja. Es sah aus wie ein O fast, aber so eine große Lücke. Präventivschlag. Mist, ich habe gar keine Zeit gehabt, irgendwie eine Analyse zu machen. Analyse. Vielleicht sollte ich die Sturmkommando machen, damit kann ich vielleicht in der Luft halten noch. Komm, macht an. Kick die wieder hoch, kick die wieder hoch. Ah, Mist, ist vorbei. Dann würde ich da wieder die Stadt machen. Vielleicht hätte ich Heiler Verheerer machen müssen. Aber das geht ja leider nicht, weil Fake kein Verheerer ist. Nur meine Heiler verjasen. Boah, das Lightning hat die Hälfte verloren. Irgendwie sieht von mir. Halt mich, halt mich, halt mich, halt mich. Ah, geht glaube ich relativ schnell. Namen Chakal. Warst du vorhin nicht schon da eigentlich? Nein, ich glaube, ich habe es eingebildet. Aber inzwischen kann ich jetzt auch Abend sagen. Ist ja jetzt wirklich schon ein bisschen Zeit vergangen. Ah, komm. Ich hoffe, ich habe meinen ersten Schockzustand. Noch ein bisschen. Und. Er ist im Schock, oder? Jetzt. Ach komm, 199,9%. Geht doch. Ich dachte schon. Naja, stimmt ja. Jetzt geht der Schock ja auch langsam mal vorbei. Dann wird er ja jetzt auch vernichtet werden, denke ich. Geht hier auf Sturmkommando über.
machen wir dem Schild viel Schaden. Ja. Keine Chance mehr. Und das soll B gewesen sein. Vorhin hatten wir ein C immer. Und jetzt haben wir ein B. Und es geht viel einfacher und schneller. Wenn das nicht mal 5 Sterne war. 3 Sterne nur. Boah. Kommt schon. Egal. Mission erfüllt. Bei Gigantenreif. Das Feuer ist weg. Kann ich da auch vorbeigehen? Sehr schön. Sehr schön. Hey, hey. Ich hasse sie schon wieder. Here we go again. Can't take a hint. You're one to talk. Ey, cool, die drei helfen mir. Nice. Woo, well, I'll be damned. Das ist sowieso der Beste. Are they sad? Well, I guess the way is open now. Lord Helmet-Fans hier. Lord Helmet, hier ist auch, obwohl du von Lord Helmet kommst. Auch gut. Good job. Ich denke, ich werde jetzt erstmal hier doch eine Pause machen. Wenn auch erstmal kurz ins Stream. Gute Arbeit, ja. Oh, mein Controller hat sich gerade auf. Mein erster Controller hat gerade die Geister aufgegeben. Das klingt doch auch schon mal gut. So. Kann ich den jetzt hier nicht als 1 zuweisen irgendwie? Das ist Controller-Einstellung. Jetzt habe ich hier 2 neu zuweisen. Das soll 1 sein. So. Ach, geht doch. Zum Glück habe ich ein paar mehr Controller, aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause machen, das Team ausschalten und auch was essen und so. Ich weiß noch nicht, ob ich heute Abend nochmal wieder ankomme, aber mal schauen. Muss ich noch schauen. Von daher, das war es dann erstmal für heute mit Final Fantasy. Bis jetzt. Und wir sehen uns vielleicht später. Bis dann, danke fürs Zuschauen.